hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode Power City. Und es ist immer noch die gleiche Aufnahmesession. Wir dürfen ja 3 Stück hintereinander aufnehmen und das machen wir jetzt auch. Das ist die Nummer 3 an diesem Abend und meine Stimme versagt so langsam, aber es geht weiter. Wir haben eben Marble gesucht und gefunden letztendlich und haben total viel abgebaut und wir gehen jetzt auf den Server und nehmen die 3. Episode in Folge auf. Wunderbar. Und nehmen natürlich erstmal unser Feld an den Start. Bauen das hier schön mit Brot ab. Füttern dann unsere Kühe. Und würde ich sagen, schlachten wir auch ein paar Kühe, weil dann haben wir wieder genug zu essen. Kochen wir auch mal eine kleine Kochsession zwischendurch. Muss ja auch mal sein. So. Wunderbar. Ist ja leider nicht so wie in der. Ist ja Gott sei Dank nicht so wie in der echten Welt. Wo man nämlich extrem viel Süßwasser verbrauchen muss. Und viel Fläche braucht, um eine Kuh und ein Stück Steak zu fabrizieren. Da ist Brot viel besser und viel gesünder auch, wie ein Stück Fleisch. Auch wenn natürlich vom Geschmack und so weiter nichts ein Stück Fleisch ersetzen kann. Aber ökologisch gesehen der absolute Katastrophe, ein Stück Fleisch zu essen. Das ist bei Minecraft Gott sei Dank nicht so. Da kann man ohne Probleme Fleischfresser sein. Das ist ganz wunderbar. Wobei man auch ohne Probleme Brotfresser sein kann, weil isst du ja nicht wirklich. So, wir haben genügend Weizen, um hier die Kühe ein bisschen in Liebeslaune zu versetzen. So, ich hoffe bei euch, ihr habt romantische Gefühle jetzt. Ja, wie sieht's aus? Geht's rund bei euch? Ah, das sieht doch gut aus. So. Wir können ja eigentlich auch noch mal kurz rausgehen. In der Hoffnung, dass kein Creeper um die Ecke kommt und hier noch mal ein paar füttern und zur Liebeslust verleiten. Wunderbar, das sieht auch gut aus, das sieht gut aus. Und wir haben tatsächlich alle Weizen verbraucht. Das heißt, es kann rund gehen bei uns im Kuhstall. Geht's auch. Super, sieht gut aus. Und hat seltsam geleckt. Hier haben wir jetzt einen Baum, den werden wir jetzt auch mal gleich mal abholzen. Eine Steinaxt geht klar. Und hoffen, dass ein paar Säpplinge droppen, weil wir wollen von denen natürlich viel mehr haben. Um dann daraus auch zum Beispiel mal ein Dach oder so etwas zu bauen. Wunderbar. Alter, das wächst aber so unendlich hoch. So, da scheint nichts mehr da zu sein. Dann hoffen wir mal, dass ein paar Saplinge droppen. Sonst müssen wir uns wieder auf den Weg machen und ein paar Saplinge uns besorgen. Vom Urwald. So. Das können wir hier reinpacken. Das machen wir hier ganz in die Nähe. Zuckerrohr haben wir am Start. Tropenholz hatten wir hier doch, glaube ich, auch irgendwo drin. Hier, Tropenholz. Jawohl, packen wir gleich mal dazu. Wunderbar. So. Und das ist schon wieder gewachsen. Es geht einfach so unglaublich schnell. Ja, im Hintergrund sieht man unsere wunderschönen Fichtenbäume. Finde ich eigentlich ganz geil, wenn das im Hintergrund so ist. Dann ist man ein bisschen besser eingerahmt. Das war also gar keine schlechte Idee, da jetzt was zu tun. Und ich glaube, wir holzen hier auch die Birkenbäume ab. Denn da kommt jetzt auch gleich unser Gebäude hin. Und da soll man auch ein bisschen was von sehen. Alles klar. Und hoffentlich droppen da auch ein paar Säpplinge. Hoppala. So. Wunderbar. Dann sind wir bereit. Wir sind bereit. Dann würde ich mal sagen, würde ich erstmal hier die Verbindung herstellen. Zum Haus, beziehungsweise hier oben geht es ja dann eigentlich direkt los mit was haben wir denn hier gebaut? Achso, das ist glaube ich aus Sand, dass hier keine Sachen reindroppen. Also hier müssen wir jetzt eigentlich dann gleich mal unser Haus hinbauen. Da können wir ja mal schauen, wie wir das eigentlich machen. Auch wie wir den Boden gestalten, das wird nochmal ganz interessant. Vielleicht ist es eine gute Kombi, wenn man den Boden aus dunklem Holz macht und dann als Gemäuer den Marmor am Start hat. So, packen wir uns mal ein bisschen was rein und fangen mal an und probieren ein bisschen was aus.
Wir haben gesagt, bis hierhin wollen wir unsere gute Stube bauen. Hier soll dann, glaube ich, auch der Eingang sein, soweit ich weiß, soweit ich das haben wollte. Jetzt frage ich mich natürlich, wie sieht das hier aus? Dann machen wir uns vielleicht so einen. Sollte man hier vielleicht rauslaufen können? Oder hier rumlaufen können? Ja, im Prinzip schon. Dann machen wir das vielleicht so. So, hier können wir dann ein schönes Portal hinbauen. 1, 2. Wie weit wollen wir das denn haben? So. Das wird schon ein gewaltiges Haus, ne? Also das geht ernsthaft bis hier nach da hinten. Obwohl, bis ganz nach hinten. Ich weiß es nicht. Hier wollen wir ja, genau, hier wollen wir dann praktisch eine Zwischenstufe machen. Da gehen dann fette Treppen nach oben. So. Und das heißt, wir müssen das gar nicht bis ganz rüber bauen, sondern können das auch schon bis hier machen. Dann nehmen wir den hier wieder weg. So. Ah, ja, wunderbar. Wir haben jetzt zumindest schon mal einen Tropensäppling. Leute, also nur einen. Alter. Finde ich ein bisschen sparsam von der Mutter Natur. Normalerweise ist die mit Samen ja relativ verschwenderisch. Ja, alles klar bei euch. So. Dann haben wir hier sozusagen unser kleines Vorhaus. Unsere kleine Vorhaut. So. Da müssen wir uns dann auch überlegen, wie machen wir das hier mit Fenstern und so weiter. Da bin ich mir noch nicht so sicher. Machen wir da große Fenster rein oder kleine? Das wird sich jetzt so ein bisschen im Laufe der Zeit auch zeigen, was Schnieke ist, was man unbedingt haben will und was nicht so. Ob das zu klotzig ist, zu protzig. Eigentlich soll es ja ruhig ein bisschen dicker auftragen. Das ist ja wirklich unser Herrenhaus hier mit, auch mit der fetten Terrasse am Start. Das ist ja nicht so schlimm, wenn das ein bisschen dicker aufgetragen ist. Dann machen wir doch gleich mal hier diesen da. So, ich bin schon richtig aufgeregt, weil ich kann es eigentlich kaum erwarten, bis das hier mal losgeht. So. Na, das war natürlich nicht sehr clever. Das ist die Frage, ob wir das auch genauso hier mit dem machen und das einfach nur. Ja, im Prinzip könnten wir ja hier auch einen Durchgang machen. Und da fängt dann praktisch unsere Werkstatt an und dann können wir hier runter und können da unser. Ja, das ist doch eigentlich gar keine schlechte Idee. Dann machen wir da sozusagen eine kleine Werkstatt rein. Aha, und Birkenholz wäre natürlich auch nicht schlecht. Keine Ahnung, ob das jetzt auch wirklich so bleiben wird oder nicht. Es ist, wie gesagt, einfach mal ein Versuch. Wir werden mit Sicherheit sogar noch ein bisschen was umbauen, weil ihr erkennt mich ja, als werde ich immer, ich baue ja immer im Prinzip was um. So, das können wir dann so machen. Das wäre dann hier runter, so rüber. So richtig scheiße sieht es nicht aus. Das beruhigt schon mal. Der gehört da nicht hin. So. Hier an die Seite müssen wir mal gucken, ob wir da, wie viel wir da in der Tat Fenster brauchen. Und ich hängt auch so ein bisschen von der Funktionalität der ganzen Geschichte ab. Hier zum Beispiel, weiß ich nicht. Vielleicht machen wir das eher so. Mir gefällt das schon mal sehr gut, muss ich sagen, an für sich, so von der Struktur her und so. Müssen wir jetzt echt gucken, was für ein Dach da drauf kommt, falls überhaupt. Dann haben wir hier auf jeden Fall schon mal die Eingangshalle. Dann kommt man hier so hoch und das Haus geht dann tatsächlich bis hier hinten.
Das heißt, man kann hier eigentlich auch schon so ein bisschen Gießen hier machen. So. Das wird ja wirklich ein relativ großes Haus werden. Und vermutlich auch bis hier ganz hinten. Müssen wir mal schauen, wie sehr es dann da hochgeht mit den Treppen. Das wird auch sich zeigen. Sieht doch ein bisschen aus wie so ein Bad oder sowas, oder? Auch was wir hier dann draus machen. Ob das dann... Ja, müssen wir mal gucken. Vielleicht bauen wir hier dann auch nochmal so ein bisschen terrassenmäßiges Ding auf oder so. Finde ich eigentlich alles ganz geil, was wir hier machen können. Schaufel haben wir, wunderbar. Ich habe natürlich mal wieder vergessen, die Uhr zu resetten. Deswegen muss ich jetzt mal kurz Mathematik machen. Okay, 25 bis 37, 12 Minuten nehmen wir auf. Alles klar, dann haben wir noch ein bisschen Zeit. Wobei ich gar nicht genau weiß, ich glaube, wir haben 3 Minuten Päuschen gemacht. Ja, klasse. Okay, will ich das hier haben oder nicht? Weiß ich auch noch nicht so genau. Hier haben wir auf jeden Fall eine Lücke. Können wir so einpacken. So. Was haben wir denn da oben? Aua. Da oben ist irgendein Zeppling, den ich gerne haben würde. Was war das für einer? Rückensetzling. Wunderbar. So, ja. Okay, dann irgendwie so werden. Das machen wir mal weg, damit wir irgendwie einen Eindruck davon bekommen, wie das dann letztendlich wirklich aussehen wird. Dann können wir eigentlich hier auch schon mal... Ja, das ist, glaube ich, zu niedrig, oder? Nee, ist es nicht, weil da kommt ja eine Wand hin. Oder? Oder wollte ich das komplett bis hier vorne durchziehen? Nein, aber ich glaube, ich würde das auch eins zurücksetzen, weil sonst wirkt das mir ein bisschen zu sehr drauf. Oder will ich das doch so haben? Also, weil hier kommt ja im Prinzip dann dieser Stein hin. Nicht, dass das dann irgendwie zu eng aussieht. Gute Frage. Ich weiß es noch nicht. Das muss man wahrscheinlich einfach mal ein bisschen wirken lassen. Oh, come on. So langsam merkt man es mir auch an, dass ich etwas müde geworden bin jetzt. So. Diesen hier. So, wunderbar. Ja gut, aber das wird schon. Das wird. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Und vielleicht ist es auch nicht so schlecht, wenn wir praktisch hier dann eher nochmal so ein bisschen kleineren Teil haben. Weil Fläche haben wir im Prinzip genug. Ja, also, ich meine, was wollen wir hier alles unterbringen? Wir wollen hier ein Bett. Wir wollen hier vielleicht eine Bibliothek reinbauen, damit wir Sachen verzaubern können. Hier unten machen wir einen fetten, mondänen Aufstieg. Alles klar. Hier haben wir dann unsere Werkstatt. Und unten unser Lager. Vielleicht auch oben noch ein bisschen Lager.
vielleicht ein Swimmingpool, das war's. Na? Und halt ein fettes Dach, dass es halt geil aussieht. Im Grunde braucht man gar nicht viel mehr. Und das ist dann eigentlich schon auch in Ordnung. Das heißt, wenn das Haus nur bis hier geht, ist eigentlich auch schon in Ordnung. Das heißt, wir machen hier nochmal eins weiter. Ja, so, schon mal schön ausgebaut. Und im Grunde können wir auch dann ein Stockwerk tiefer immer noch viel mehr machen, wenn wir wollen. Und können uns auch immer noch hier diesen Raum dazu nehmen, sollten wir ihn brauchen. Aber ich glaube, angenommen, wir machen jetzt hier unser fettes Schlafzimmer hin. Oder hier die Bibliothek und da vorne das Schlafzimmer. Also wahrscheinlich laufen wir dann hier rein. So.